Krise. Es ist halt schwer in der Arbeit allgemein, weil bei den Einsätzen hat sich verändert, dass man jetzt da auch mit Schutzmaske, Schutzbrille und mit Einweghandschuhen ausfahren müssen. Dass man schon, wenn wir aufs Auto aufsteigen, dass wir die Masken schon tragen, weil wir doch 4 Leute hinten sind und relativ eng beieinander sitzen. Dass wir uns da nicht anstecken und mit fremden Leuten, wenn wir in Kontakt kommen, dass wir auch immer die Masken aufhaben und die Schutzbrille. Ich denke schon, dass sich die Wiener verändert haben, weil man merkt jetzt sehr, dass der Zusammenhalt auch sehr groß ist, dass jeder auch auf andere Personen schaut und nicht nur auf sich selber, dass sie so zusammenhalten und sehr auf die Mitarbeiter, die in der Zeit jetzt arbeiten. Nicht nur jetzt die Feuerwehr, sondern ganz normal die Lebensmittelgeschäfte, die Menschen, die jetzt in einem durchgearbeitet haben. Und auf das bin ich sehr stolz, muss ich sagen, dass wir als Wien so gut funktionieren. Ja, ich sehe das so, dass auch so wie mit der Kurzarbeit zum Beispiel, dass den Menschen geholfen wird, dass nicht gleich alle kein Geld bekommen, weil sie keine Arbeit haben, sondern dass doch vom Staat Österreich, vom Sozialstaat etwas zurückkommt, dass man mit dem Geld den Menschen hilft. Heute mehr denn je brauchen wir den Sozialstaat, weil der kann einfach den Menschen helfen. Nicht einfach die Reichen bleiben reich, die Armen bleiben arm, sondern einfach durchgemischt, dass den Leuten, auch den armen Leuten, den kleinen Geschäften geholfen wird.